Tja, meine Lieben, das bin ich in Sri Lanka. Ich war da nicht in Colombo, sondern in Kandy. Naja, 2 Monate lang. Und habe Regie geführt in einem Film, Der Stein des Todes. Also Kampfregie, The Second Unit. Und man hat mich damals schon gewarnt vor den Tamilen und so. Aber nicht so gewarnt, wie man es hätte tun sollen. Denn die liefen da immer mit Krummschwertern rum. Und wir hatten Bodyguards und alles. Und dann haben die mir nach einer Weile gesagt, ach, die geben Ruhe, da ist kein Problem mit den Religionen und so. Nein, 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 alles in Ordnung. Und da habe ich damals schon gewusst, das wird so nicht funktionieren. Meine Lieben, und ich kann es immer nur wieder betonen, wenn es keine Vereinigung der Religionen gibt, wird es niemals Frieden auf Erden geben. Das Blut wird meterhoch spritzen, habe ich immer gesagt. Und siehe da. Er spritzt Meter hoch, ja, wie ich es vorausgesagt habe. Und ich war in einem Tempel, damals mit meiner ehemaligen, und da hat der Priester mir auch gesagt, es wird keine Ruhe geben. Und da habe ich ihm gesagt, aber man könnte die Religionen vereinen, sagt er niemals. Unsere ist die richtige, das sind die falschen. Siehst du, was du davon hast? Dieser Priester, der eigentlich ein weiser Mann war, wie ihr seht, hat er mich da gesegnet und so weiter. Na, meine Lieben, ohne vereinende Schrift läuft überhaupt nichts. Und ein Engel wird kommen und der hat eine Botschaft für uns. Ehre sei dem Buch des Lebens. Und noch etwas Furchtbares, meine Lieben, war geschehen, das wollte ich noch hinzufügen, das mich damals schon hat ahnen lassen, was passieren wird. Da gibt es oft Unfälle mit Bussen. Die Straßen sind, also da sind Abhänge, da sind keine Umzäunungen, nichts. Da fällt man runter und da liegen die da und warten und schreien in den Bussen und warten darauf, dass eben jemand kommt und ihnen hilft. Und ich saß in einem Bus und der Fahrer war Muslim. Und wir kommen da vorbei, von Kandy runtergefahren und unten liegt ein Bus, der ist da runtergestürzt. Und einige sind aus dem Bus schon rausgefallen, da hat der Fahrer angehalten. Rausgefallen und wir im Bus, das war die Filmcrew, die haben gesagt, oh, da muss man helfen. Und da haben die unten gerufen, in den Bus um Hilfe geschrien und alles. Da sagt der Fahrer, ach, das sind Christen, hat Gas gegeben, ist weitergefahren. Meine Lieben, meidet die Massen und befasst euch mit der Lehre, Liebe und Licht.